Willkommen zurück, Tifotix. Ich hoffe, ihr habt gut geruht. Mögen die großen und gütigen Mächte des Himmels über dieses arme Kind wachen und es beschützen. Amen. Ja, genau. Und damit willkommen zurück in Kieslingen hier in bei Dragoncrest. Streiter des Schicksals. Für uns geht's nun auf in die große, weite Welt. Unser Heimatdorf lassen wir hinter uns und brechen uns auf. Zu, ja, wohin eigentlich nochmal? Der letzte Part ist schon wieder so lange her. Ich habe den Namen des Ortes vergessen, zu dem wir wollen. Aber in jedem Fall, let's go, oder? Alle Leute sind hier, um mich zu verabschieden, scheinbar. Jetzt ist es also soweit, mein kleiner Krieger bricht nun tatsächlich auf. Es kann gut sein, dass du ein Weilchen fort bist. Hoffentlich hast du dich auch von allen verabschiedet. Also, bereit? Ja. Dann ab mit dir! One day you're just a little boy. The next you're getting ready to leave us. I only wish your grandfather could see what a fine young man you've become. To think, it's been so many years already since old Chalky found you floating in... I mean, since he brought you to Cobblestone. We never thought there was anything out of the ordinary about you. And now suddenly there's all this talk of luminaries of all things. You know who the luminary was, of course. The legendary hero who saved the world from a terrible darkness. We're supposed to believe that you're him reincarnated? I don't doubt old Chalky, of course, but it's a little hard to swallow, I must say. Oh, when you meet the King of Heliodor, put in a good word for old Cobblestone, won't you, eh? If he finds out this is the village where the luminary was raised, there might be something in it for us, if you catch my drift. Du bist wieder nur an Knete interessiert, oder was? Oh, you are terrible. Trust you to be thinking about what you can get out of it. Oh, no, I'm only joking, of course. The very thought. Anyway, where was I? Ah, yes. Now, the fate that awaits you may well be one beyond anything we simple country folk can imagine. But you must allow us to offer what little assistance we can. Take this map of Erdrea with you. May it prove useful in finding your way. Die wird definitiv sehr nützlich sein. Ein Pferd, ja! And may this magnificent steed, the pride of Cobblestone, lighten your burden and speed you on your way. You'll find Heliodor easily enough. Just head north out of the village and follow your nose. You travel safely now. Oh, you're such a good boy, such a good boy. You make us proud out there, won't you? And come back safe. Haut rein, ihr Versager. Bis dann. Wait! Here, take this with you. I made it for you. Sandras Talisman. It'll keep you safe. I heard there are lots of monsters where you're going. Be sure to keep it close, won't you? Oh, I don't know what's in store for you out there. But wherever you go and whoever you meet, don't forget us, will you? Take care and remember, we'll be waiting for you. Und so beginnt unser Abenteuer nun. Wie herrlich, ein Pferd. Pferde sind ein unglaublich praktisches Mittel, um große Distanzen in kurzer Zeit zu überbrücken. Manchmal musst du allerdings auch Gebiete betreten, die nur zu Fuß zugänglich sind. Aber keine Sorge, Leute, einfach eine der vielen Rufglocken, die
in ganz Erdria zu finden sind und dein getreues Ross galoppiert sofort wieder zu dir. zu dir. Was? Ich muss, um mein Pferd wiederzurufen, muss ich eine Glocke finden? Ach, die Fotex, da bist du ja. Der Bürgermeister hat mich gebeten, dir ein, zwei Dinge über Pferde beizubringen und über Karten auch. Siehst du diese Glocke? Wenn du sie läutest, kommt ein edles Ross wie aus dem Nichts angaloppiert, einfach so. Das ist gut zu wissen, wenn einem die Füße wehtun. Ach so, nee. Das ist kein Item, sondern die sind überall auf der Welt verteilt, diese Glocken. Und da können wir uns ein Pferd wiederholen, ja, das ist ja cool. Und wenn du nicht nur erschöpft bist, sondern dich zu allem Übel auch noch verlaufen hast, kein Problem, drücke einfach X, um deinen Blick auf deine Karte zu werfen. Doch damit nicht genug. Wenn du bei geöffneter Karte A drückst, erhältst du allerlei nützliche Informationen. Ich spiele nicht mit einem Controller, ne, du alter Sack. Ich bin mir sicher, dass dies auch alles in den Reisetipps in deinem Beutel steht, ne, aber kann ich dann nicht oft genug wiederholen. Okay, bei der Glocke können wir unser Pferd wiederholen. Das ist ja wirklich ganz cool. Wir können sogar schnell galoppieren, krass. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das Movement so advanced ist in dem Game, wenn die Dragon Quest-Serie ja doch so uralt ist. Das hier lässt mich direkt mal in Frage stellen, ob ich hier vielleicht hingehen soll, ob es hier was zu looten gibt. Ja, tatsächlich. Chimärenflügel. Ja, das, wirken wir doch schon mal selten. So, Jejna. Ich bin allerdings jetzt auch ganz alleine, ne? Wir haben keinen Supporter mehr, der uns hilft, gegen diese Viecher zu kämpfen. Wir one-hitten sie aber auch, das ist sehr gut. Und sie machen uns nur einen Damage. Perfekt. Dann sind die super zum Leveln geeignet, schätze ich mal, nicht wahr? Wir werden nicht jeden Gegner auf der Karte immer besiegen, weil das ist halt nicht notwendig. Aber doch einige. Was ist denn hier? Da ist eine Höhle. Oh shit, wieder so ein Viech. Zauberfauch. Und zwar auf den weißen Mäusern. Tschüss. Oh, okay, wir können auch durchaus ausweichen. Dass ich mich aber während des Kampfes bewege, bringt mir nichts. Also ich kann nicht weglaufen vor den gegnerischen Attacken oder so. Ich kann mich aber... Ich kann meine Leute hier richtig platzieren auf dem Feld. Hä? Läufst du weg von mir? Hä? Der Schleim ist einfach abgehauen, der hat sich aufgelöst. Der hat wohl Angst vor mir. An eurer Stelle würde ich nicht weiter in diese Richtung gehen. Die Monster dort machen Hackfleisch aus euch. Wenn ihr nach Heliodor wollt, müsst ihr sowieso nach Norden. Okay, mal wieder ein NPC, der uns verbietet, dahin zu gehen, wo wir hingehen wollen. Was bist du? Ein Niesrabe. Du kriegst auf den Sack, ja. Oh, da war es ein bisschen stärker. Blut. Es hat aber keinen Vorteil, wenn wir sie von hinten angreifen, oder? Sowas gibt es nicht, so einen Vorteil. Dass wir dann irgendwie öfter angreifen dürfen oder sie mehr Damage kriegen. Ha! Seid ihr ein Haufen Versager. Geht mir aus dem Weg. Die verfehlen ja nur noch. Tschüss. Die Schleime sind aber wirklich ikonische Gegner für diese Spielereihe, ne? Also wenn ich mich an eines aus meiner Kindheit noch erinnern kann, als ich damals einen dieser Teile gespielt hatte, dann sind es diese Schleimviecher hier. Was ist hier? Warte! Du solltest einen großen Bogen um den Malmoorwald machen. Die Monster dort würden dich zur Schnecke machen. Nein, wenn du nach Heliodor unterwegs bist, musst du direkt dorthin. Okay, hier gibt es noch 10.000 verschiedene Gebiete, in die wir noch nicht dürfen. Ein einzelner normaler Angriff reicht nicht aus, um sie zu besiegen. Was, die können Heilkräuter benutzen? Vor allem benutzt der Dude ein Heilkraut, obwohl ich ihn noch gar nicht angegriffen habe, sondern den anderen. Los. Ach, guck mal, aber tatsächlich, wenn wir zwei Leute hier sehen, dann sind es auch wirklich zwei Gegner. Also wenn die nah beieinander stehen, dann zählen sie als eine Gruppe von Monstern. Und wenn wir sie im Kampf besiegen, sind auch beide weg.
Das ist in der Regelfall in solchen Spielen nicht so. Da ist immer ein Gegner. Da könnte quasi auch ein Gegner eine Gruppe von Gegnern im Kampf sein. Gut, ich bin mir sehr sicher, dass es hier weitergeht, nicht wahr? Boah, ist aber schon cool. Atmosphäre in dem Game, Landschaften gefallen mir schon mal sehr gut. Doch der Miesrabe ist zu perplex, um sich zu rühren. Warte. Hat er Angst? Oder ist er Pazifist? In jedem Fall hat er dadurch nicht mehr Chancen gegen mich, ganz im Gegenteil. Was bist du? Eine Gruppe Drakos. Das wirkt wie ein Pokémon. Was? Drive an. Am Anfang sind die Kämpfe natürlich noch nicht ganz so spannend. Je mehr Gruppenmitglieder wir dann irgendwie haben, desto taktischer wird's. Desto stärker werden natürlich auch die Gegner, ist ja klar. Ja doch, das ist aber wirklich ganz cool gemacht hier. Mit den Höhlendurchgängen. Das Spiel enttäuscht bis jetzt nicht. Was ist das denn für ein Ding? Eine kämpfende Gurke? Da benutze ich... Warte mal, was? Nee, da benutze ich Zauber. Saure Gurke. Stirbt nicht durch einen Feuerangriff. Interessant. Ja, wir greifen die Schilde der Schleime mit unserem... wir fangen die Angriffe der Schleime mittlerweile mit dem Schild ganz gut ab. Ja, also leveln, wie gesagt, definitiv keine schlechte Idee. Und bei jedem Level-Up regenerieren sich unsere Werte auch. Lohnt sich gleich doppelt und dreifach. Immer schön nach versteckten Items die Augen offen halten. Alter, hier sind aber viele. Ach du Scheiße, das hätte ich glaube ich nicht tun sollen. Okay, gut. Okay, vielleicht hätte ich es doch tun sollen. Sind ja Lappen. Boah, holy shit. Sprungangriff. Und die Dudes benutzen ganz gerne Heilkräuter scheinbar. Droppen die auch Heilkräuter eigentlich? Erfahrungspunkte und Gold kriegen wir ganz oft. Aha. Witzigerweise genau, wenn ich es anspreche, dann droppen sie Heilkräuter. Wären noch wichtig. Ein von Monstern verseuchtes Land ist das hier. Angriff. Na, die sauren Gurken, die machen noch mit am meisten Schaden. Aha, was erspäht mein Auge denn da hinten? Ein Lebenssamen. Aha, und da vorne ist das sogar schon ein Ort. Komm, kann ich noch ein Level absteigen, bevor wir da hinkommen? Hier ist noch eine saure Gurke. Oh shit, jetzt haben wir nicht aufpassen hier. Ich meine, ich könnte natürlich jederzeit ein Heilkraut benutzen. Aber vielleicht kann ich es mir auch sparen, wenn ich mich da hinten ausruhe bei dem Ort. Schauen wir mal. Hey, einen Augenblick. Hoho, what have we here? I know a budding adventurer when I see one. It can be risky heading into the great outdoors if you aren't familiar with the basics of survival, you know. Well, fear not, because that's where I come in. Wer zur Hölle bist du? See the remains of that fire over there? Well, when you spy one of those, it means you can set up camp and rest your weary bones. Ja, perfekt. Das ist doch genau das, was ich gerade gemeint habe, was ich unbedingt machen wollte. To settle down for the night,
Just go up to the fire and examine it. You'll soon be enjoying a well-earned break. What's that? You're worried about being attacked by monsters while you sleep? Oh, ye of little faith! That statue over there is chock full of holy powers that'll keep the beasties at bay for as long as you need. And that's not all. You can pray to it to be cured of poison and all kinds of other things. Think of it as a mini church. That's cool. Anyway, enough of my yammering. Why don't you take a closer look at all this camping kit for yourself? You'll need to get used to what campsites look like and how to find them. After all, you'll be relying on them whenever you're out in the wilderness. It's like my old dad always said, keen campers can continue on where others can't. Be prepared. Ändert sich dann auch die Tageszeit? Das finde ich auch ganz cool. If you have any camping-related queries, feel free to ask. I'm here all the time. I wouldn't want to be anywhere else. Natürlich nicht. Du bist der Tutorial-Guy, der mir was über Camps erklärt. So, ich kann hier absteigen mit Rechtsklick. Guck mal, aber das Pferd bleibt ja auch hier stehen. Das heißt, ich kann auch wieder aufsteigen. Aber wenn wir durch so eine Höhle laufen müssen, zum Beispiel auf der anderen Seite, dann müssen wir unser Pferd durch diese Glocke wiederholen. Hier ist aber auch vielleicht noch etwas Loot, oder? Boah, es sieht schon wirklich... Es sieht aber geil aus, oder? Guck mal, hier haben wir sogar mehrere Wege. Das wirkt richtig Open-World-mäßig. Obwohl es eigentlich ein lineares Level-System ist, haben sie wirklich die Welt cool designt. Und deswegen wirkt das alles viel offener und freier, als es tatsächlich wirklich ist. 12 Goldmünzen. Ich randaliere mal hier ein bisschen in seinem Haus, ne? Klar, er hat mir gerade nützliche Tipps gegeben. Erstmal randalieren. Ja, wir sollten uns definitiv ausruhen. Tatsächlich, die Tageszeit ändert sich. Oder man schläft den ganzen Tag. Ich glaube, in der Nacht schläft man hier und dann... Okay, hier können wir also auch natürlich speichern bei diesen Statuen. Eine seltsame Stimme erklingt aus der Ferne. Alle verirrten Schäflein sind hier willkommen. Wie kann ich euch helfen? Eine Beichte würde mir reichen. Ich möchte mein Spiel fortsetzen. Anders kannst du mir nicht behilflich sein momentan. Wobei ich mir schon... Ich würde mir schon mal gerne wenigstens anschauen, diesen... Warte mal, im 2... Hier. Das möchte ich mir mal ganz kurz anschauen. Dafür nehmen wir halt einfach den zweiten Platz hier. Ich möchte mir mal ganz kurz den 2D-Modus angucken. Wir werden weiterhin im 3D-Modus spielen, weil er ja für die Augen wesentlich besser ist. Also, besser anzusehen ist. Goldmünzen, wird alles übertragen. Endlich erwachsen. Was? Warte mal. Ich möchte das... Okay, warte mal. Wir müssen aber wieder von vorne anfangen oder irgendwie sowas? Okay, vielleicht kann man nicht... Ich habe gedacht, man kann immer so zwischendurch umschalten, so wie in Diablo 2 Resurrected zum Beispiel. Aber ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, man kann entweder im 2D- oder im 3D-Modus sein. Genau, da wird nämlich ein neues Abenteuertagebuch angelegt. Dann bleibe ich... In der Angst, dass wir jetzt hier irgendwie von vorne anfangen müssen oder irgendwas verlieren, mache ich das jetzt mal nicht. Ah, wir können uns jetzt auch... Ah, okay, wir können uns aussuchen, bis wann wir pennen wollen. Wir können uns die eigene Wir können uns die Tageszeit, in der wir rumreisen wollen, aussuchen. Wir könnten auch in der Nacht weiterlaufen. Oder aber am Morgen. Für jetzt schlafen wir einfach mal bis zum Morgen. Mein Pferd steht hier noch, oder? Nee, tut's nicht, aber wir können es uns hier wiederholen. Wir sind mit dem Erkunden hier in dem Gebiet noch nicht ganz fertig. Das heißt, wir können noch nicht weiter. Hier geht's aber ab, du. Oh Gott, ob es saurer Gurken. Ja, die sind ganz schön übel. Oh.
Was? Kräftigung, eine starke Sache. Wenn ein Gruppenmitglied oft angegriffen wird oder bestimmte andere Strapazen zu bewältigen hat, erreicht es irgendwann einen gekräftigten Zustand, der seine Leistung im Kampf steigert. Weil nichts ewig hält, flaut der Effekt nach einigen Runden wieder ab und der Charakter ist wieder ganz der alte. Gruppenmitglieder, die am Ende eines Kampfes noch gekräftigt sind, bleiben es allerdings auch zu Beginn des nächsten Kampfes. Oha, jetzt wird's ja schon taktisch. Das ist aber auch geil. Werden wir zu oft angegriffen, dann kriegen wir einen Boost und sind krasser. Und da wir momentan ja nur eine einzige Person in der Gruppe sind, wir selbst, wird das relativ oft der Fall sein, nehme ich an, nicht wahr? Hornhase. Den kenne ich noch nicht, also mache ich den mal als erstes weg. Oh, shit. Das war auch eine gute Idee, denn der ist... Der ist scheinbar ganz schön krass. Ich muss den jetzt mal killen, hier. Ja, den kann ich nicht. Zack, boom, und wir sind ja immer noch gekräftigt, stimmt. Jetzt fliehen sie alle. Ich hoffe, ich kriege trotzdem die EP, auch wenn die zu feige sind, gegen mich zu kämpfen. Aber die Level-Ups dauern relativ lange jetzt schon. Immer noch kein Level-Up, aber ist okay. Ich wollte mich eigentlich nur mal hier noch so ein bisschen umgucken, ob hier noch Items zu finden sind. Ja, da sehe ich nämlich zum Beispiel schon wieder was. Ein Heilkraut. Das ist gerne gesehen und wichtig und richtig. Holy shit, ich kann die umrennen? Ich habe den Hornhasen gerade einfach umgerannt. Umgeritten. Ja, den Boost immer noch. Geil. Er hält länger an, als ich gedacht habe. Okay, jetzt haben wir die Kräftigung nicht mehr. Aber sie hat mir gut gedient. Nun gut, damit haben wir, glaube ich, das Wichtigste in diesem Gebiet hier gesehen. Und auch fast alle Items mitgenommen, hoffe ich mal. Hier geht's noch nach unten und hier geht's zum Wasser, wo wir so über so einen Fluss müssen. Jetzt weiß ich halt gar nicht, wo es tatsächlich weitergeht, ne? Hier sind auf jeden Fall derart viele Monster, dass ich bezweifle, dass man sie alle besiegen soll. Dass es so gewollt ist, dass man sie alle platt macht. Auf jeden Fall ist das hier ein sehr, sehr gutes Farming-Gebiet, ne? Du hast hier instant dein Lagerfeuer, wir können jederzeit zurückkommen und spielen. Und haben hier halt so viele Monster. Stufe 5. Ein neuer Zauber, Heilung. 3 Talentpunkte. Jedes Mal, wenn ein Gruppenmitglied eine Stufe aufsteigt, erhält es Talentpunkte. Wie der Name bereits vermuten lässt, könnten mit diesen Punkten neue Zauber und Fähigkeiten erlernt werden. Öffne im Menü Verschiedenes den Charakterbaukasten, um die Punkte zu verteilen. Ja, ich möchte meine Talentpunkte jetzt gleich benutzen. Im Charakterbaukasten kannst du deine Talentpunkte verteilen, um deinen Gruppenmitgliedern neue Zauber und Fähigkeiten beizubringen und ihre Attribute zu verbessern. Wenn du ein bestimmtes neues Feld freischaltest, werden die angrenzenden Felder verfügbar, wodurch sich dir noch mehr Optionen eröffnen. Überlege dir gut, was du zu welchem Zeitpunkt freischaltest und erschließe dir nach und nach den Weg zu den ultimativen Fähigkeiten. Okay, Schwerter. Beehänder. Wir wollen ja Schwert und Schild haben, da hatte ich ja gesagt gehabt. Lichtbringer, okay, das ist unsere ganz spezielle Fähigkeit, die nur wir haben können. Schwertkampf. Allgemeine Angriffskraft. Einhänder. Okay, das ist... Oh, krass. Also wir können uns hier spezialisieren auf ein oder zwei Händer. Ich denke, ich möchte mit uns selbst lieber Schwert und Schild haben. Ich möchte dann noch einen weiteren Charakter in der Gruppe haben, der auf Beehänder geht. Also ich würde gern 2 Nahkämpfer und 2 Fernkämpfer haben. Wenn wir 4 Leute sind. Aber ich glaube, irgendwie so war das in Dragon Quest, ne? Irgendwie, dass man so 3 oder 4 Leute... Dann hätte ich gerne diese Aufstellung. Ich denke, das ist strategisch gesehen am besten. Und da wäre ein Tank natürlich gut und einer, der so wirklich Damage macht. Dementsprechend gehen wir auf Einhänder hier und auf Schilde. Flammenhieb. Beehänderblock. Chance auf Kräftigung 5%. Das können wir uns noch nicht leisten. Das könnten wir uns theoretisch leisten. Beehänderblock. Hä, aber ich hab doch... Ach so. Ah, okay. Nee, dieser Baum ist hier für alle. Gut, Flammenhieb ist für Schwerter. Und wenn ich jetzt einen Schwertkampf haben will, dann können wir... Nee, da können wir noch nicht hin, okay. Wir müssen uns erstmal reinarbeiten. Das heißt, wir müssen jetzt einer von den beiden hier nehmen. Nee, wir können eigentlich nur Beehänder oder normale Schwerter nehmen. Dann erlerne ich jetzt den Flammenhieb.
Und wenn wir nochmal 4 Talentpunkte irgendwie zusammen haben, können wir Angriff mit Schwert dann plus 3 machen. Und Chance auf kritische Trefferpunkte. Da können wir dann also wirklich aktiv unsere allgemeine Angriffskraft mit erhöhen. Also dementsprechend ja, Erfahrungspunkte sind wichtig und Level lohnen sich. Angenehm wäre es natürlich, wenn wir die Gegner hier generell one-hitten würden in dem Gebiet. Aber Two-Hits sind auch okay. Meine Ausweichchance ist auch gestiegen, ne? Die Chance, dass wir nicht getroffen werden vom Gegner, habe ich das Gefühl. Okay, also man kann hier weiter, offensichtlich. Ist das möglich? Ich sehe da hinten ein Item, was ich gerne einsammeln würde, und eine neue Gegnerart, gegen die wir auch einmal kämpfen werden. Frisches Wasser. Huch! So, jetzt. Ein Halunke! Achso, so ein Frosch ist ein Halunke, ja. Wie sich auch die Umgebung jedes Mal verändert, wie wir wirklich im Wasser kämpfen, finde ich auch mega cool. Gut, okay, wir haben ja hier eine Karte. Ich kann nicht... Ah, okay. Ah, verstehe. Also das hier ist der richtige Weg. Wir hätten auch den anderen Weg lang gekonnt. Da geht's noch zur Smaragdküste. Also es gibt jetzt hier zwei Wege, die ans Ziel führen. Und ich würde schon gerne auch beide erkunden. So ist nicht. Das heißt, wir erkunden jetzt erstmal diesen Weg hier. Gehen dann zurück zum Lager und speichern ab, denn der Part ist auch gleich schon wieder zu Ende. Und werden dann im nächsten Part noch den anderen Weg auch noch raus. Um dann letzten Endes nach Kilidor auch wirklich zu gelangen. Da hinten sehe ich noch ein Item. Also ihr seht, das sind so unfassbar viele Gegner auf der Karte. Ich kann mir nicht vorstellen... Also die spawnen auch immer wieder neu. Die sind nie... Also man kann die Gegner hier nicht auf der Karte alle platt machen. Die kommen immer wieder. Dementsprechend müssen wir immer so viele Gegner besiegen und leveln, ja, immer mal wieder zwischendurch halt kämpfen. Ordentlich leveln, denn die Bosskämpfe werden wahrscheinlich hart, aber wie gesagt, Hauptfokus liegt auf der Story. Also wir machen nicht alle Nebenquests und kämpfen hier auch nicht gegen jeden Gegner und leveln krass. Nur so, dass es halt passt. Ja, das war mir klar, dass hier so abseits auch was liegt. Ein bisschen Wollgras. Ja klar, warum nicht? Ich kann... Krass, ey. Dafür kriege ich natürlich keine EP, wenn ich die so umkachel. Leider. Sonst wäre das jetzt sehr leicht verdiente EP. Immer noch nicht down? Geht down, Mann! So. Gut, also hier würde es jetzt weitergehen. Jetzt würde ich sagen, zurück zum Rastplatz. Wir rasten dort nochmal, speichern ab. Und dann geht's für uns im nächsten Part wirklich nach Elidor. Wir schauen uns den anderen Weg nochmal an. Da gibt's bestimmt auch noch das ein oder andere Item zu ergattern. Dementsprechend, ja, möchte ich hier mein Lager aufschlagen und mich ausruhen. Aber mal bis in die Nacht. Ja, und dann stehen wir nachts wieder auf und dann werden wir nachts weiterreiten nach Elidor. Ich werde mich da immer mal abwechseln. Wir werden immer mal wieder am Tag und in der Nacht reisen, einfach um so ein bisschen Abwechslung drin zu haben. Für jetzt werden wir eine Beichte durchführen. Aber ich möchte bitte hier oben das speichern. Da. Der erste Speicherstand ist der, den wir benutzen.
Gut, dann Dankeschön fürs Einschalten, Leute, und an der Stelle sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also bis dahin und ciao.